Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Vor 4 Wochen haben wir die Marktkirche zugeschlossen. Von einem Tag auf den anderen haben wir nicht mehr morgens geöffnet und abends geschlossen, sondern vor dem Portal stand oder hing ein Schild: Kirche geschlossen. Der Küster hat es in aller Eile geschrieben. So unerwartet war es dann doch. Das pulsierende Leben, das wir hier täglich in der Marktkirche haben, Touristen und Touristinnen, die hereinkommen, schauen, Stadtführer, die etwas erläutern, Kinder und Jugendliche, die Kirchenpädagogik erleben, Menschen, die Ruhe suchen und ein Gebet schreiben oder auch Obdachlose, die hier Obdach finden für eine Weile. Das pulsierende Leben von einem Tag auf den anderen, hier drinnen zu Ende. Aber wir haben nicht nichts gemacht. Wir haben geistliche Impulse gesendet und versuchen sie durch diese Zeit zu begleiten und zu leiten, dass sie einen Moment am Tag in der Marktkirche mit uns sein können. Viele andere haben kreative Ideen entwickelt. Kolleginnen und Kollegen, Diakone, Diakoninnen und Ehrenamtliche haben Formate entwickelt, an die wir vorher noch nicht gedacht haben, weil sie noch nicht nötig waren. Kreative, gleichzeitige Gottesdienste zu Hause, aber jeder für sich. Gottesdienste, die auf dem Papier geschrieben sind, die wir zu Hause feiern können. Wir vermissen Sie und euch hier in der Marktkirche und wir freuen uns darauf, wieder miteinander Gottesdienst feiern zu können, mit Ihnen und euch der Gemeinde und nicht vor leeren Stühlen. Wir freuen uns darauf, wieder die Türen öffnen zu können. Noch ist es nicht so weit, aber wir hoffen bald. Ich bin gespannt, wie wir im Nachhinein unsere Erfahrungen deuten werden. Sei mir ein starker Hort, dahin ich immer fliehen kann, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Das ist die Losung für den heutigen Tag, der 3. Vers aus dem 71. Psalm. Kirchen sind seit frühester Zeit Zufluchtsorte gewesen. Das Wort stammt von dem griechischen Wort Kyriake Oikia, dem Herrn gehörendes Haus. Jesus traf sich mit seinen Freunden und Freundinnen in deren Häusern und in den Synagogen. Das ist auch ein griechisches Wort und bedeutet Versammlung, eigentlich auch Versammlungshaus, zum Lernen, Lehren, Diskutieren, zum Feiern, gemeinsamen Essen und Trinken und natürlich zum Lesen der Bibel und zum Beten. Das sind Gebäude, die öffentlich und nicht privat sind. Sie gehören nicht jemandem, auch nicht der Gemeinde, die sie verwaltet. Sie gehören Gott und werden von Menschen gebaut, bewahrt, mit Leben gefüllt. Sie sind so lebendig wie das, was in ihnen geschieht und möglich ist. Die großen Stadtkirchen sind Wahrzeichen,
Wahrzeichen für die Gegenwart Gottes mitten unter uns und die Dorfkirchen ebenso und zugleich Mittelpunkt des Dorfes. Sie sind Zufluchtsorte in Zeiten von Katastrophen und für Geflüchtete. Kirchenasyl war ein Menschenrecht lange bevor es die Menschenrechte gab. Kirche ist auch der Name für unsere Gemeinschaft weltweit und vor Ort und für die Institution Kirche. Manche Menschen sagen, mit meinem Gott bin ich lieber allein in der Natur unterwegs. Das können sie derzeit zur Genüge tun. Manche sagen, ich brauche diese Institution nicht und sehen doch, dass Kirche vielen hilft, Kirche und Diakonie zusammen. Manche sagen, auch die Gemeinschaft ist nicht für mich wichtig. Ich kann zu Hause für mich sein, mit meinem Gott sprechen, beten und feiern. Ob sich das in diesen Tagen verändert, wenn die Kirchen geschlossen sind und Gottesdienste so gefeiert werden, wie wir das jetzt tun? Wird das Wahrzeichen Kirche, das einen Hort verspricht, wieder mehr ein Sehnsuchtsort, nachdem wir uns richtig sehnen, wieder hineinzugehen? Kirche und Glaubensgemeinschaften, jüdische, muslimische, buddhistische, hinduistische, Bahai und weitere sind mehr als ein Verein. Sie befassen sich mit wesentlichen Dingen, die Leben und Tod, die Schuld und Sühne, Freiheit und Barmherzigkeit im Fokus haben. Und die Räume unserer Religionen sind sakrale, das bedeutet übersetzt heilige Orte. Denn hier waren und sind Menschen, die einen Hort suchen. Durchbetete Räume, sagen manche. Dafür, für diesen Hort, öffnen wir hoffentlich bald wieder unsere Türen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.